Hallöchen Leute und willkommen zurück bei Amnesia. Ich will auch gar nicht weiter lange quatschen, sondern direkt ins Spiel zurückfinden. Und kann nur sagen, dass ich letztes Mal ja ziemlich dumm war. Also für die, die das Spiel schon kennen, die haben mich wahrscheinlich ausgelacht, dass ich dachte, ich hätte das Spiel irgendwie verbuggt oder so, dass ich jetzt nicht mehr rauskomme. Weil das ist immer so. Es geht nur darum, dass man einen Weg nach draußen findet. Ja. So. Und zwar habe ich leider beim Nachlesen, ob das, also ob man sich hier, halt, ob man hier stecken bleiben kann, habe ich halt rausgefunden, aus Versehen, dass man halt einfach nur dieses blöde Ding hier nehmen muss. Und dann bildet sich da auch schon so eine Brücke. Ja. Gut. Naja, einfacher, ne? Also ich habe halt einfach gedacht, man kann hier nichts mehr machen, deswegen habe ich mich gar nicht erst nach solchen Möglichkeiten umgeguckt. Das nächste, was ich jetzt gemacht hätte, wäre wahrscheinlich mit so Fässern hier an der Stelle ein kleines Türmchen zu stapeln und dann darauf zu springen. Aber whatever. Ich würde sagen, da das jetzt gelöst ist, gehen wir einfach mal wieder und holen uns dann das letzte, die letzte Ingredienz, die wir noch brauchen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, was es war. Ah, oh, jetzt habe ich das Vorlesen ein bisschen vergessen, sorry. Wen es interessiert, der konnte ja jetzt mal selber lesen. Ich war gerade in Gedanken, was wir noch brauchen. Okay, so, müssen in den Weinkeller, ja. Er setzte sich bei der Kasper nieder und rang nach Luft. Schweiß tropfte von seiner Stirn auf den sandbedeckten Boden. So, ich mach mal Licht an. Der ganze Bildschirm ist ja schon ein bisschen durcheinander. Gut, und ich habe mir vorgenommen, heute mal ein bisschen mutiger zu sein. Wie viel Lampenöl haben wir noch? Ah, das ist gar nicht mehr so viel, leider. Hoch, die Flasche haben wir doch letztes Mal kaputt gemacht. Naja. So, ich werde jetzt ohne hier großartig irgendwie rumzuscheißern, einfach da reingehen. Kurz mal gucken, ob das ist. Nein, sieht nicht so aus. Und wir kommen jetzt höchstens am Eingang wieder raus. Also, wenn wir jetzt sterben, ist nichts schlimm. So. Jetzt merke ich in die Richtung hier. Ah, da ist doch was. Was? Oh! Oh, 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 oh. Verwende das Laudanum. Eine medizinisch ausgestattete Armschiene, um den körperlichen Zustand zu verbessern und Wunden zu heilen. Soll ich das jetzt einsetzen? Ich würde sagen, wir heben das nochmal ein bisschen auf, weil einige Schnittwunden und blaue Flecken ist jetzt noch nicht so schlimm, oder? Es gibt bestimmt noch schlimmere Zustände. Oh mein Gott. Schau den Feind nicht zu lange an, es wird deinen geistigen Zustand verschlechtern. Verringert sich unser. Ja. Ist er noch da? Er ist noch da. Geht er gerade weg? Nein. Oh mein Gott. Müssen wir jetzt hier was machen oder so? Ich glaube, wir sind gleich tot, ey. Machen wir mal ganz kurz hier Licht an. Einfach nur, auch wenn er uns eventuell sieht. Vielleicht müssen wir uns auch an ihm vorbeischleichen. Oh mein Gott. Okay, er ist gerade um die Ecke gegangen. Boah, oh. Scheiße. Punkt, Punkt, Punkt. Oh Gott, was ist denn jetzt los, ey? Also dieses Kameraschwenken, das mache ich nicht mit Absicht, ne? Ich brauche mehr Lampenöl. Geht's uns wieder besser? Ne, scheiße. Ich mache hier mal das Licht an. Ja, jetzt fällt da noch was runter, ey. Oh, nichts hinter uns. Es verbessert sich gerade aber auch nicht mehr, ne?
Gott. Nicht hier. Mehr Steine. Ich hätte gern Lampenöl. Da oben ist irgendwas. Zunderbüchse. Da ist noch eine Zunderbüchse. Ja, unser Lampenöl ist gleich leer, ne? Oh, die Tür da ist auf. Ist er jetzt eventuell hier rausgegangen? Okay, sie scheint jetzt gerade hier nicht mehr zu sein. Da ist doch irgendeine Zunderbüchse. Leute, ich will Lampenöl, keine Zunderbüchsen. Hier haben wir das letzte Zeug anscheinend. Ah, da ist noch, oh, noch eine Zunderbüchse. Ich mach die Lampe jetzt erstmal aus. Vielleicht ist er sowieso gleich um die Ecke. Okay, hier ist erstmal niemand. Sprinte. So, einfach hier weg. Gott. Nach einem dreitägigen Aufenthalt in Algerien wurde schließlich ein Segelboot arrangiert, das ihn über das Mittelmeer nach... Ja, das kennen wir doch aber schon. Als der britische Territorium der SS Hortensia. Das kennen wir schon, ja. Also, whatever. Ah, oh Gott. Ah! Scheiße. Haben wir jetzt einen schlechteren Zustand? Nee. Ja, Ah, okay, wir können einfach rüberlaufen. Na gut. Das kennen wir auch schon. Okay, anscheinend wiederholen sich die Sachen jetzt langsam. Vielleicht, weil wir noch nicht weiter im Spiel vorangeschritten sind. Die Brücke steht noch. Ja. Na gut. Okay, haben wir jetzt wieder einen besseren... Glas, klar, oh. Wunderbar, hat uns zwar unser ganzes Lampenöl gekostet, würde ich mal sagen, aber... Das ist ein schöner Zustand. Na gut, dann haben wir jetzt die letzte... Das Orpiment. Können es da reinpacken. Und dann drehen wir mal hier. Zuerst muss der Brenner eingestellt werden. Brenner, Brenner. Brenner. Zuerst muss der Brenner eingestellt werden. Haben wir irgendwas im Inventar? Das ist doch der Brenner. Halte die linke Maus bewegt, im Kreis das Rad zu drehen. Ah. Nee, hä? Hä? Okay. Das verstehe ich gerade nicht so ganz, aber... Ah, jetzt habe ich glaube ich raus. So. Oder? Nee, die sind noch nicht ganz offen. Jetzt und... So. Zack, 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 da läuft es doch auf den Tisch. Säuretopf. Er ist mit Säure gefüllt. So, und ich kann mir auch schon vorstellen, wo wir damit jetzt hinkommen. Dass wir kein Lampenöl mehr haben, regt mich richtig auf. Wir haben zwar wieder 800 Büchsen, aber ohne Lampenöl fühle ich mich echt unsicher. Ups, falsche Taste. Ja, ist, ne, also, kennen wir schon wieder den Spruch, also. Es geht offenbar um diesen Würfel, der zerfallen ist oder so. Ja, oh, jetzt wird hier noch mehr. Aua. Ist jetzt alles voll mit dem Zeug. So, also wahrscheinlich müssen wir jetzt in den Keller. Aber mich würde ja mal interessieren, ob wir die Säure nicht auch auf das hier einsetzen können. Das ist ja das Leichtzeug. Vielleicht können wir auch einfach fliehen und dann hat sich das Spiel. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Ja, wäre ja auch zu schön gewesen. Nun gut. Dann begeben wir uns mal weiter nach unten, wo ganz sicher gar keine Gegner mehr sind.
Oh Gott, oh Gott. Säuretopf. Das ist mir jetzt mega glasklar sein. Das sind ja 1000 Rätsel, die wir gerade gelöst haben. Raffinerie. Es war unvermeidlich. Die Erschütterung auf den Straßen weckte seine Aufmerksamkeit. Als er die Fensterläden öffnete, eröffneten die französischen Soldaten das Feuer auf die zwei zurückfallenden jungen Männer. Ihre Stimmen verstummten im Rauch der Waffen. Ah. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Ja, super. Also, wir sollen nicht zurückbleiben. Nicht zurückbleiben und nicht im Dunkeln sein, bla bla. Und er wollte uns nicht sagen, warum. Höchstwahrscheinlich laufen hier irgendwelche Viecher rum. Ist ja klar. Können wir den Stein ansägen. Offenbar nicht, aber da habe ich doch etwas gehört. Probieren mal ein bisschen Lampenöl zu sparen. Immer noch glasklar, immerhin. Was? Leichte Kopfschmerzen wegen irgendeinem Vorfall, aber ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Oh nein, Feinde. Wenn, sei vorsichtig, wenn Feinde in der Nähe sind, wenn du dich in der Dunkelheit duckst, steuere links, bist du nicht so einfach zu sehen. Ja, das ist ja klar, aber in der Dunkelheit werden wir voll manisch. Manisch-depressiv, ey. Oh, was?